Menschlichkeit überwindet Grenzen. Die große zweisprachige russisch-deutsche Anthologie, die im Vorjahr in Nischnitagil und Jekaterinburg vorgestellt worden ist, liegt nun bereits in der dritten Auflage vor. Durch die Corona-Krise ist es nicht möglich, dass wir diese Bücher jetzt nach Russland in den Ural bringen konnten. Nun werden wir sie hier einmal über den Videokanal hier sozusagen präsentieren. Diese Anthologie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Autorenrunde aus Hainburg an der Donau in Österreich, des russischen Schriftstellers Boris Telkow, der Übersetzerin und Leiterin des gesamten Projektes auch, Frau Olga Mursiner, des Gymnasiums Nummer 37 in Jekaterinburg und des Bilum Literaturverlags in Strasshof unter der Leitung von Herrn Leopold Niedek, der auch eine Geschichte auf Video nach Russland geschickt hat. Für das Lektorat im Besonderen und für die Übersetzung hat sich Frau Marina Schabajewa, die Bibliothekarin, besonderen Verdienst erworben. Ja, dieses Buch hat wirklich viele Rekorde bereits eingefahren. Wir haben es an die 12, 13 Mal in Russland, in Österreich, in Deutschland, in der Slowakei präsentiert und weitere Präsentationen sollen noch folgen. Eines möchte ich an dieser Stelle heute noch tun. Ich möchte einem verdienten Autor, der hier mit einer Geschichte russischer Liebe vertreten ist, gedenken. Er ist vor wenigen Tagen von uns gegangen. Herr Hans Otto Schmidt mit seinem Künstlernamen Hans Otto Lindenbüchel hat uns mit 72 Jahren leider verlassen. Und er war auch in Russland dabei, bei der Präsentation in Österreich dabei. Und wir wollen hier heute in diesem Augenblick besonders seiner gedenken. Und nun wollen wir uns den Texten des Buches widmen. Aus dem Buch Menschlichkeit überwindet Grenzen. Der Engel von Sibirien. Keine seiner Gedankengänge konnte mehr gezähmt werden. Zu sehr war der ganze Körper angespannt. Er hatte sich schon die ganze letzte Nacht nicht wohlgefühlt. Doch nun warf ihn das enge Gefühl in seiner Brust, den linken Arm ausstrahlenden, immer stärker werdenden Schmerzen völlig aus dem Gleichgewicht. Kalter Schweiß überkam ihn. In seinem todblassen Gesicht spiegelte sich im ungeordneten Zeitraffer sein bisheriges Leben. Schwester, rief Karl angsterfüllt und wartete ungeduldig, bis diese ihm seine noch immer nachblutende Wunde versorgte. Daraufhin griff sie in ihre Tasche, nahm ein Stück Kuchen heraus und legte es ihm in seine rechte Hand. Danke, Schwester, flüsterte er leise, als sich diese im schlichten Krankenlager auch schon weiter zu anderen Bedürftigen fortbewegte. Mein Gott, was habe ich schon alles überstanden, dachte er, indem er kleinstückweise den Kuchen, den guten Kuchen, weil es war der einzige weit und breit,
verzehrte. Er erinnerte sich bruchstückhaft. Geboren wurde er genau in jenem 1907er Jahr, als sich ein gewisser Adolf Schickelgruber erfolglos an der Wiener Kunstakademie als Maler beworben hatte. Damals lebte Karl aber noch nicht in Wien, sondern wuchs mit seinen älteren Schwestern im märchenhaften Schloss Meidling im Tal auf, in dem sein Vater als Göttweiger Stiftsgärtner seine Dienstwohnung hatte. Trotz seiner wiederkehrenden Schmerzen musste er laut auflachen, als er daran dachte, wie sie dem alten Grafen, der damals das Schloss besaß, vom ersten Stock aus auf die Glatze spuckten. Ja, und dann kam dieses 1938er Jahr. Sehr viele erwarteten sich von der deutsch-österreichischen Vereinigung eine Verbesserung der Lebenssituation. Als 31-Jähriger war Karl schon über 20 Jahre halbweise und wurde von Verwandten zu Verwandten geschubst, weil ihn seine arme Mutter nach dem Tod seines Vaters nur unzureichend versorgen konnte. Rückgang der Arbeitslöhne und der Konsumnachfrage, sinkende Preise und immer drückendere Schulden der Unternehmen und des Einzelnen, das alles musste auch Karl erfahren, bis er endlich eine Stelle als Fachlehrer annehmen konnte. Dazu die nahezu aussichtslose Politik, in der man in den immer heftigeren Auseinandersetzungen zwischen christlich-sozialen, Sozialisten, Kommunisten und Nationalisten förmlich aufgerieben wurde. Waschzeit! Rief eine kräftige Männerstimme und unterbrach Karls Gedanken. Einige alte Waschschüsseln wurden aufgestellt, sogar Seife und Handtuch waren vorhanden. Karl durfte aufgrund seines schwachen Gesamtzustandes auf die heutige Katzenwäsche fast verzichten und fuhr sich mit einem nassen Schwamm nur 2-3 Mal übers Gesicht. Im September 1939 hatte man sich diesen Krieg wahrlich anders vorgestellt. Und tatsächlich war er anfänglich anders gelaufen. Im Juni 1940 brach die Pariser Schutzstellung und man besetzte 2 Tage später kampflos die Hauptstadt Frankreichs. Dieser Blitzsieg löste selbst bei Hitler Erstaunen und auch Angst aus, weil Generalfeldmarschall Rommel unaufhaltsam vorwärts und vorwärts stoßen wollte. Bald aber war Waffenstillstand und es begann auch für Karl die vielleicht angenehmste Zeit des Krieges. Ein zufriedenes Lächeln stand in seinem Gesicht. Es war ein Feiertag für alle, als der deutsch-französische Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet wurde. Karl konnte sich frei durch die Pariser Innenstadt bewegen, in der er sich zum ersten Mal in seinem Leben befunden hatte. Völlig befreit von allen Kriegsgedanken fühlte er sich wie ein Tourist, kaufte Pariser Souvenirs, die er bei seinem bald danach fälligen Heimaturlaub an seine Verwandten verschenken konnte. Die haben sich auch sehr darüber gefreut und denken noch heute an die kleinen Eiffelturmmodelle von damals. Frankreich und der erholsame Heimaturlaub, an dem Karl auch seine Geliebte endlich wieder sah, waren bald Vergangenheit und umso härter sollte das sein, was nun folgte. Über München und das unterworfene Polen, in dem sich aber schon starker Widerstand bildete, ging es weiter an die Ostfront zum Sturm auf die Sowjetunion. Hitler brach damit bewusst den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt. »Schwester«, rief Karl schmerzerfüllt, »ich friere!« Die Krankenschwester, selbst mit einem warmen Kapuzenmantel bekleidet, kam sogleich, richtete ihm seine, ihn nicht mehr zur Gänze bedeckende Decke zurecht und meinte, dass alles wieder gut werden würde. In diesem Moment dachte er an diesen
furchtbaren sibirischen Winter, der schon Mitte November eingesetzt hatte, mit durchschnittlich 30 Grad minus. Wenn man in diesem Jänner 1946 kurz im Freien weilte, fror der eigene Rott sofort zu Eis. Bei klarer Nacht sank die Temperatur auf minus 50 Grad, sodass nicht einmal die russische Lageraufsicht ab den frühen Abendstunden unnötige Wege ins Freie wagte. Viele von den Lagerkollegen hatten abgefrorene Finger, Zehen und oft auch Nasen. Sibirien, das war eigentlich nicht unbedingt eingeplant in sein Soldatenleben. Doch nach den anfänglichen Grenzerfolgen besiegelten die sowjetischen Siege in der Schlacht um Moskau Ende 1941 und vor allem in der Schlacht von Stalingrad Hitler-Deutschlands vollständige Niederlage. Der Krieg zog sich auch danach unnötigerweise und reich an Opfern noch lange dahin und endete für Karl schließlich in der Gefangenschaft. Besonders an zwei Ereignisse erinnert er sich, wenn sie gestern gewesen wären. Am 9. Mai 1945 betrat der russische Kommandant das Lager und berichtete: Krieg aus, Deutsche kapituliert. Fast alle Gefangenen reagierten auf diese Meldung erleichtert, aber heimgeschickt wurden sie dennoch noch lange nicht. Das zweite einschneidende Erlebnis in der Gefangenschaft kam im Juni 1945 verspätet in Sibirien an. Ein russischer Offizier betrat das Lager und meinte mit einem Ton der Erleichterung und ironischer Freude: Hitler kaputt und alle Gefangenen nun Roboter machen müssen. Später stellte sich heraus, dass Hitler schon am 30. April Selbstmord verübt hatte. Genau dieser Tag sollte 8 Jahre danach Geburtstag von Karls Sohn sein. Wieder hört er die Stimme der Krankenschwester: Zeit zum Essen, Brot mit Kartoffel. Liebevoll kümmerte sich die russische Krankenschwester um jeden Gefangenen in der Bettenstation und wieder gab es nach dem Hauptgericht ein ganz kleines Stückchen Kuchen, das für Karl besser als die schmackhafteste Sachertorte schmeckte. Karl war immer schon ein stiller Zeitgenosse gewesen. Alles Beschwerliche, Unmenschliche dieses furchtbaren Krieges hat er danach kaum mehr erwähnt. Einzig die Erzählungen über den Engel von Sibirien, wie sie alle Gefangenen nannten, gab er an die Nachwelt weiter und dass er an so manchen Lagerabenden Gedichte rezitierte. Nach vielen weiteren Monaten in einem der insgesamt 54 Einzellager Westsibiriens oder war es vielleicht auch im Ural, so genau unterschieden die Gefangenen den Mittleren Osten der Sowjetunion damals nicht, ging es dann für Karl 1947 über das weite russische Land heimwärts, heim zu seiner geliebten Mutter und seiner zukünftigen Frau. Man führte diesbezüglich eine Befragung der Personalien durch und fragte auch nach der Nationalität, die offensichtlich wichtig war. Viele von Karls Landsleuten antworteten spontan, so wie auch er, mit Österreich, das ja genau genommen gar nicht mehr existiert hatte, und die meisten von diesen kamen auch bald frei. Viele Deutsche aber erst 1949 oder noch viel später. So lange wurden sie für Wiederaufbearbeiten in der Sowjetunion eingesetzt. Schweißgebadet, in einer gewissen Todesangst, saß er im Stuhl des Gartenhauses. So viel hat er erlebt, überlebt und nun 3 Jahre vor seiner Pensionierung und noch dazu in der Lehrerferienzeit solch eine bedrohliche Situation. Die Schmerzen im Brustkorb, Atemnot und unregelmäßiger Herzschlag,
bekräftigten ihn in der Annahme einer schweren Erkrankung. »Wo bleibt denn der Bub so lange? Er ist doch mit dem Fahrrad zum Doktor gefahren!« Rechtzeitig traf schließlich der Hausarzt ein, stellte eine Angina pectoris fest und verabreichte meinem Vater lebensrettende Medikamente. Dieser sollte noch viele gesunde Jahre erleben, dachte aber an diesem Abend noch lange an den Engel von Sibirien, der ihm vielleicht auch an diesem Sommertag des Jahres 1969 zur Seite gestanden war. Denn alles liegt in Gottes Hand, so sagte mein Vater vor allen wichtigen Herausforderungen des Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu einer Autorenlesung. Leopold Niedek liest Die Russin. Das ist eine der Geschichten aus dem Buch Menschlichkeit überwindet Grenzen. Diese Geschichte, sowie alle anderen Geschichten vieler deutschsprachiger und russischer Autoren, ist jeweils in Deutsch und Russisch im gegenständlichen Buch vorhanden. Das Buch ist ein ziemlich erfolgreiches Projekt, bereits in der dritten Auflage. Es gibt aber eine eigene Buchpräsentation dazu. So, jetzt gönnen wir dem Autoren der Geschichte, die Russin, das Wort. Die Russin. In jenen lange zurückliegenden Zeiten, als ich noch nicht zur Schule ging, gab es ab und zu einen Tag, an dem ich meine Großmutter an der Hand nahm und ich sie zur Russin begleitete. Dann zupfte sie an meinem Matrosenanzug herum und trichterte mir streng ein, was ich als Begrüßung zu sagen hatte. Здравствуйте, тетя Людмила Ивановна. Mit Betonung auf dem ersten A von Ivanovna. Ich wusste, dass dies Worte aus einer fremden Sprache waren, aus Russisch, denn die Russin sprach natürlich Russisch. Sie war eine eher kleine Frau, stämmig gebaut, mit einem kraftvollen Händedruck. Ihr Gesicht war breiter als die Gesichter der meisten Menschen, ihre Augen ein wenig schmaler. Die Backenknochen traten mehr hervor. Man sah ihr an, dass sie keine Einheimische war. Das überwiegend graue Haar, von spärlichen schwarzen Strähnen durchzogen, war straff nach hinten gezogen und zu einem Knoten gebunden, in dem ein zugespitzter Stab aus einem merkwürdig schwarz, gelb und gold changierenden Material stak. Jahre später war mir klar, dass es Bernstein oder wahrscheinlich eine Imitation davon gewesen war. Ihre Kleidung war völlig anders als die Mode jener Zeit. Schwarz, hochgeschlossen, mit einer Reihe runder Stoffknöpfe von Hals bis zum Gürtel, die nichts öffnen oder verschließen konnten und scheinbar nur zur Zierde angebracht waren. Auch der Hals war von einem schwarzen Stehkragen umschlossen, aus dem ein schmaler Kranz weißer Rüschen ragte, wie auch an den Manschetten der Handgelenke. Ich sagte artig mein russisches Sprüchlein auf. Über das Gesicht der Russin glitt ein Lächeln, wodurch ihr an sich faltiges Gesicht plötzlich noch viel mehr Falten erhielt und lustig zerknittert wirkte. Ich folgte den beiden Frauen in ein Wohnzimmer, das seltsam fremdartig anmutete. Anstelle heller Farben an den Wänden gab es senkrechte Streifen von Ornamenten, abwechselnd dunkelrot und dunkelgrün. Ich sah das erste Mal in meinem Leben Stofftapeten. Der Boden des Wohnzimmers war mit dicken Teppichen ausgelegt, aber auch an den Wänden hingen Teppiche mit Bildern oder fremdartigen Buchstaben, die ich nicht enträtseln konnte. Das merkwürdig dunkel und mystisch wirkende Wohnzimmer war vollgestopft mit Sitzmöbeln, Sofas, welche damals noch Ottomane genannt wurden, Polstersessel, zwei große Uhrenstühle und alles mit einer Unmenge von Kissen in dunklen Farben überladen. Die Kissenberge faszinierten mich, denn sie waren herrlich flauschig.
Ich konnte mich darunter verstecken und Höhlen bauen, und wenn man über den Stoff strich, erschienen neue Farbvarianten. Die samtenen Kissen waren von gedrehten goldfarbenen Schnüren eingesäumt, die an den Ecken in gestickte Kugeln mit vielen Fransen ausliefen. Zwischen den Wandteppichen gab es zwei Bilder, eines von Maria mit dem Kind und eines vom erwachsenen Jesus. Die Bilder hatten gar keinen Rahmen, glänzten dafür mit üppigen Flächen aus Gold. Aber die Gesichter von Jesus und Maria waren so dunkel, dass man kein Antlitz erkennen konnte. Während ich zwischen den Kissen herumturnte und Fantasieabenteuer erlebte, unterhielten sich die beiden Damen in russischer Sprache. Erst viel später sollte ich erfahren, dass meine Großmutter eine stramme Kommunistin war, die sich in den 30er Jahren im Rahmen der Roten Hilfe lange in der Sowjetunion aufgehalten hatte und daher ausgezeichnet Russisch sprach. Diese Sprachkenntnis bewahrte sie 1945 davor, von den in die Gartenstadt eindringenden Soldaten der Roten Armee ausgeplündert und vergewaltigt zu werden. Im Gegenteil, als die Soldaten begriffen, dass sie eine Parteigenossin und noch dazu eine Mamatschka vor sich hatten, brachten sie Lebensmittel und Zigaretten und feierten Feste im zerschossenen und zerbombten Gemeindebau in Jedlesee. Meine Großmutter hatte in einem Innenhof der Gartenstadt einen großen Kessel auf einem Dreibein aufgestellt und kochte den Russen Borscht. Auch wusste sie, wie Kwas hergestellt wurde. Die Nachbarn im Karl-Seitz-Hof wurden von Oma gleich mitversorgt. In dem kleinen Bereich der Gartenstadt meiner Großmutter hatte der Hunger in den letzten Kriegstagen und auch danach keine Chance. Doch diese Zeiten lagen nun auch schon etwa 10 Jahre zurück, als ich die beiden Damen beobachtete, wie sie aus einem großen silbernen Gerät, das wie ein kleines Fass auf kurzen Beinen wirkte und auf einer Silberplatte auf dem Tisch stand, heißes Wasser abließen und herrlich duftenden Tee bereiteten. Großmutter war keine reiche Frau. Sie hinterließ mir die Möbel ihrer kleinen Garçonnière, einige Kochbücher und ein kleines, glänzend lackiertes Holzkistchen. Ich durfte ihre kleine Wohnung übernehmen und konnte einige Jahre darin leben, bis die Gründung meiner Familie eine größere Wohnung erforderte. Als ich das Holzkistchen öffnete, blickte ich voll Staunen auf alte Fotos, teilweise vergilbt, braunstichig und von Personen, die ich nur teilweise mühsam identifizieren konnte. Die Familie meiner Großmutter war sehr umfangreich. 11 ihrer Geschwister wurden erwachsen. Beim Wühlen in den alten Fotografien stieß ich auf ein markantes, schmales Foto. Das Porträt eines großgewachsenen jungen Soldaten in K&K-Uniform. Selbstbewusst steht er da, auf seinen Karabiner gestützt, ein Bild kraftvoller Männlichkeit, die Schnurrbartspitzen keck nach oben gedreht, auf dem Rücken den Tornister mit der darüber gelegten, zusammengerollten Decke. Ein Verdienstkreuz ziert seine Brust. Das Foto ist auf einen Karton aufkaschiert, auf dem amerikanisches Fotoatelier Wien 17, Otterkringer Straße 26 steht. Ich kannte das Foto. Großmutter hat mir einst verraten, dass es Franz war, einer ihrer Brüder, den ich jedoch nie kennengelernt hatte. Ja, der Franz, sagte sie bewundernd, beinahe respektvoll. Der Franz war ganz offensichtlich ihr Held. Und nicht nur ihre. Langsam begann sie mir die Geschichte von ihrem Bruder Franz zu erzählen. Er war wirklich ein Held. Auf der Rückseite des Fotos steht in sehr feiner Kurrentschrift: Ins Feld gegangen zum zweiten Mal,
am 18. Februar 1915, erschossen am 19. Februar 1915. Großmutter war eines der jüngeren Kinder der Familie und erst 13 Jahre alt, als der Franz im Sommer 1914 eingezogen wurde. Mit Hurra und glänzenden Augen ging es nach Serbien. Zu Allerheiligen wollten sie wieder zu Hause sein und dazwischen die Serben vernichtet haben. Der Feldzug entwickelte sich aber ganz anders, als sich das die Heeresleitung so vorgestellt hatte. Dank des Verrats des Oberst Redl und der von arroganter Selbstüberschätzung geleiteten Fehlplanung des Generals Konrad von Hötzendorf wurde Serbien zu einem Massengrab für die österreichischen Soldaten. Aber der Franz hatte alles überlebt. Die Schlachten von Cer, an der Drina, an der Kolubara. Und nun sollte er nach Galizien mithelfen, das von den Russen belagerte Przemysl zu befreien. Einige kurze Tage Anfang Februar 1915 wurden für einen Heimaturlaub bewilligt. »Mama«, sagte er beschwichtigend in das tränenfeuchte Gesicht der Mutter, »ich komm ja wieder. Du siehst ja, mir passiert nichts.« Die Mutter fiel ihm schluchzend um den Hals, krallte sich in der Uniform fest. Er strich ihr hilflos über die Schultern. Alle ihre Söhne waren ihr genommen worden, mussten des Kaisers Rock tragen und ins Feld ziehen, einem Schicksal entgegen, das Verstümmelung und Tod verhieß. Warum ihre Söhne, die sie doch gerade bis ins Mannesalter durchgebracht hatte? Die hätten nun ihre eigenen Leben aufbauen, Familien gründen sollen. Wer weiß, was jetzt aus ihnen würde. »Pass auf dich auf, Bub«, flehte sie mit erstickter Stimme in den Uniformrock hinein, trat dann zurück, strich sich das Haar aus der Stirn. »Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist Befehl.« Die Mutter nickte, biss sich auf die Lippen und machte auf seiner Stirn mit dem rechten Daumen ein Kreuzzeichen. »Komm wieder, Bub«, flüsterte sie. »Ich versprech's dir, Mama, ich komm wieder.« Am 18. Februar 1915, um 4 Uhr früh, fuhr er mit dem Mannschaftszug vom Wiener Nordwestbahnhof ab. Der Mannschaftstransport hatte auf der ganzen Strecke Vorrang, 16 Stunden Fahrt, dann die ganze Nacht durchmarschieren bis zur Front. Die neu angekommenen Truppen wurden auf verschiedene Frontabschnitte verteilt, die Feldwebel wiesen die Leute ein. Und als sie sich im Gewirr der Schützengräben einigermaßen zurechtgefunden hatten, kamen die Russen. Eine Lawine ockerfarbener Mäntel mit Gewehren und Gesichtern, deren Münder weit offen standen. »Hurra! Hurra!« schrien sie, liefen über das freie Feld auf die verschanzten Österreicher zu. Nichts konnte sie aufhalten, kein Beschuss zum Stehen bringen. Wie viele auch fielen, es kamen immer mehr. Das Maschinengewehr war heiß gelaufen und klemmte. Die Soldaten schossen mit ihren Karabinergewehren, repetierten und schossen so schnell wie möglich in diese heranrasende Masse blutrünstiger Gegner. Und dann waren die Feinde da, strömten in die Schützengräben, stachen und schossen wild um sich. Ein Schuss noch zum Repetieren blieb, keine Zeit mehr. Bajonett heraus, Mann gegen Mann. Der Franz war ein kräftiger Kerl. Er kämpfte wie ein Löwe. Etwas schlug mit aller Macht auf seinen Stahlhelm, er ging in die Knie und es wurde Nacht um ihn. Irgendwann Ende Februar 1915 kam ein Brief vom Kriegsministerium. Die Mutter brach in Tränen aus, schluchzte und jammerte. Der Vater saß nur da, die Tränen liefen ihm über das Gesicht. Der Brief wurde von einem Mädchen zum anderen weitergereicht. Die Söhne waren ja alle weg, für Kaiser und Vaterland. Und schließlich kam der Brief zur mittlerweile 14-jährigen Fanny, meiner Großmutter. »Beehren wir uns, Ihnen mitzuteilen,
dass Gefreiter Franz Wobornik im Zuge der Kampfhandlungen am 19. Februar 1915 im Felde verblieb. Er hat seine Pflicht gegenüber dem Vaterland und dem Erzhaus Österreich vorbildlich erfüllt. Was heißt das? Fragte Fanny entgeistert. Tot! Schrie Anna, die Älteste. Tot! Der Franz ist tot! Er kommt nimmer! Der Franz ist tot! 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 Die Mutter fasste sich als Erste, holte eine Kerze hervor, zündete sie an, ließ einen Tropfen Wachs auf die Tischplatte fallen und stellte die Kerze in den weichen Wachsfleck. Dann winkte sie die Kinder herbei, umfasste sie. »Kommt's«, sagte sie heiser. »Kommt's, Kinder. Jetzt tun wir für den Franz alles, was wir noch tun können. Wir beten für ihn.« Die Mädchen drängten sich an die Mutter. »Vater unser«, pulsierender, stechender Schmerz fuhr durch seinen Kopf, immer und immer wieder, er stöhnte, griff sich an die Stelle, wo der Schmerz herkam. Statt seiner Haare bekam er ein Stück Stahl in die Hand. »Was ist das denn wieder? Ach so, ja«, dachte er zwischen den Wellen des rasenden Schmerzes, »das ist der Stahlhelm.« Seine Hand tastete langsam über den Helm, bis seine Finger ein Stück Stahl in die Hand bekamen. Da war ein Loch, ein riesiges Loch. Da hat etwas eingeschlagen und es steckt noch drin. Franz versuchte, den rasenden Kopfschmerz zu ignorieren und sammelte seine Kräfte. Er rappelte sich in die Höhe, fiel aber sofort wieder um. Beharrlich versuchte er es ein zweites Mal, diesmal gelang es besser. Einige Hände packten ihn, halfen ihm auf die Beine, dann drehten ihn die Hände um. Nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht war ein anderes, ein vollbärtiges Männergesicht, das ihn ungläubig anstarrte. Das Gesicht gehörte zu einer zaristischen Uniform. Neben dem Russen standen noch einige, alle mit Gewehren in den Händen. »Austritz?« fragte der Russe vor ihm. Franz nickte und da raste der Schmerz von neuem durch seinen Kopf. Der Russe schüttelte langsam den Kopf und blickte auf den Stahlhelm des Österreichers. »Spas, Baschudo«, murmelte der Russe und schrie irgendetwas nach hinten. Franz zog sich den Stahlhelm vorsichtig vom Kopf. Der Schmerz ließ nach. Irgendein Stahlsplitter war auf dem Helm aufgeschlagen, hatte sich hineingebohrt, war aber nicht durchgedrungen und im Helm hängen geblieben. Franz griff sich vorsichtig an den Kopf, er tastete eine große Beule und eine Platzwunde, die von geronnenem Blut scheinbar schon verschlossen war. Franz drehte den Helm in den Händen. »Der hat mir das Leben gerettet«, dachte er. Dann begann er zu schmunzeln. »Nein, den Franz erschießt man nicht so leicht. Nein, so leicht nicht.« Er lachte auf. Der Russe vor ihm grinste nun ebenfalls breit, hieb ihm auf die Schulter. Ein weiterer Russe tauchte auf, diesmal ein glatt rasiertes Gesicht mit einem Rotkreuzkoffer in der Hand. Während der Sanitäter die Wunde versorgte, tippte der Bärtige Franz auf die Brust. »Identifikatia?« Franz sah die Identifikationskapsel auf seiner Uniform. Seltsam, die hätte doch innen unter der Bluse sein sollen. Er nahm sie in die Hand. Es war nur mehr die Außenseite mit dem Doppeladler da. Irgendjemand hatte ihn für tot gehalten und die Hälfte der Kapsel mitgenommen. »Mein Gott«, dachte er entgeistert, »was wird Mutter denken?« Fanny kam an einem warmen Tag Ende Mai knapp nach Mittag nach Hause und sah eine energische, freudestrahlende Mutter, die soeben einen toten Hasen auf die Stalltür nagelte, um ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. »Mama«, fragte Fanny verblüfft, »heute ist doch Mittwoch und kein Feiertag. Wieso schlachtest du einen Hasen?« Die Mutter umarmte die Tochter.
weil heut doch ein Feiertag ist, Kind. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und zog das Mädchen in die Stube. Dort lag eine kleine gelbliche Karte auf dem Tisch. Die Mutter nahm die Karte, auf der ein großes rotes Kreuz zu sehen war, und hielt sie der Tochter hin. »Schau nur, der Franzl lebt!« Neben dem roten Kreuz stand »Korrespondenz für Kriegsgefangene« und dann einige Worte in anderen Sprachen, auch in kyrillischen Buchstaben. Auf der Rückseite nur ein kurzer Text. »Liebe Mutter, ich bin gesund, es geht mir gut. Liebe Grüße an alle. Franz.« Und der Absender lautete »Franz Wobernik, Kriegsgefangener Nummer 54, 6. Rotte im Hause Sasowski 714, Grusinja in Chita, Sibirien.« Der Franz war also gar nicht tot, er lebte. Kriegsgefangener in Chita, aber wo ist Chita? Das wusste niemand, also lief Fanny in die Schule und der alte Lehrer zeigte ihr auf der Landkarte, wo der Franz in Gefangenschaft war. Das war entsetzlich weit weg. Im fernsten Sibirien, noch 500 Kilometer hinter dem Baikalsee. »Dort gibt es aber eine Eisenbahn«, meinte der Lehrer, »die transsibirische Eisenbahn, die von Moskau bis an die pazifische Küste nach Wladiwostok führt und erst vor einigen Jahren fertiggestellt worden war. Daher konnte man durchaus davon ausgehen, dass der Franz, wenn er schon so weit weg war, von dort auch wieder zurückkommen konnte, wenn der Krieg vorbei war.« Noch am selben Tag kaufte der Vater eine Feldpostkorrespondenzkarte. Die wurden von der Zensur zum Versand an die Kriegsgefangenen zugelassen und nach Überprüfung ans Rote Kreuz übergeben, das die Korrespondenz zwischen den Kriegsparteien erledigte und die Postkarten nach der Zensurkontrolle auch zustellte. »Schreib du, Fanny«, meinte der Vater. »Du hast die schönste Schrift von uns. Aber wir müssen vorsichtig sein, damit die Zensur die Postkarte durchlässt. Also müssen wir genau überlegen, was wir schreiben. Es darf nicht sein, was Anstoß erregen könnte.« Die ganze noch vorhandene Familie umringte den Tisch, wo Fanny den Text zuerst auf einem Blatt Papier schrieb, dann noch einmal ins Reine und die Worte erst dann auf die Korrespondenzkarte setzte. Sie schrieb in ihrer wie gestochen wirkenden Kurrentschrift. Jedlesee, 29. Mai 1915. »Lieber Franz, deine Karte haben wir erhalten, welche uns eine große Freude bereitet hat, da wir schon seit 4. Februar von dir keine Nachricht erhielten. Also lebe wohl in der weiten Ferne, auf ein Wiedersehen. Viele Grüße von deinen Eltern und Geschwistern.« Die Feldpostkorrespondenzkarte trägt den Wiener Poststempel vom 29.05.1915. Dazu die roten Stempel der österreichisch-ungarischen Zensur, als auch jenen der kaiserlich-russischen Zensurbehörde in Petrograd. Bei Franz traf die Karte am 21.08.1915 ein, also nach beinahe 3 Monaten. Er antwortete postwendend. Doch auch diese Karte benötigte 3 Monate. Daher konnte Fanny erst am 17. November 1915 an Franz schreiben. »Lieber Franz, deine Karten haben wir mit vielen Dank und großer Freude erhalten und daraus gelesen, dass du noch so weit gesund bist. Wir sind auch bereits noch gesund und wir werden dir Geld schicken. Kannst du dir selber kaufen, was du willst. Wir wünschen dir alle recht fröhliche Weihnachten und zugleich ein glückliches und friedliches neues Jahr. Möge uns Gott beistehen auf ein baldiges Wiedersehen. Viele Grüße von Eltern und Geschwistern.« Die Familie wartet auf neue Post von ihrem Franz. Der Februar ging ohne Post aus Sibirien vorbei. Der Frühling zog ins Land
Sommer und Herbst waren bald vorbei. Keine Post mehr. 1917 kam ebenfalls keine Nachricht. Dafür wurden im Winter die Kampfhandlungen in Russland eingestellt. Knapp vor Weihnachten keimte leise Hoffnung auf, da die Friedensverhandlungen mit den neuen Machthabern Russlands, den Bolschewiken, begonnen wurden. Erste Kontingente an Kriegsgefangenen kehrten nach Österreich zurück. Sie berichteten Grauenhaftes von den russischen Lagern in Sibirien. Die Zeitungen waren voll von Schauergeschichten. Die mageren, ausgezehrten Männer, die daheim kehrten, hatten unstetes Flackern im Blick, fahrige Bewegungen. Sie waren durch die Hölle gegangen. Und viele hatten nicht überlebt, waren bei brutalen Arbeitseinsätzen ums Leben gekommen. War der Franz noch am Leben? Niemand konnte es sagen. Von den Gefangenenlagern im fernsten Sibirien wusste niemand etwas. Franzens Schicksal trat in den Hintergrund. Die Familie hatte plötzlich gravierende eigene Sorgen. Der Zusammenbruch der Monarchie ging mit der Auflösung bisher gewohnter Lebensumstände einher. Sie mussten den kleinen Bauernhof am Enzersdorfer Weg verlassen und fanden nach einigen Wochen Unterkunft in einem halb baufälligen, winzigen Haus in der Scheffelstraße in Floridsdorf. Kaum dort eingezogen, verstarb der Vater an der spanischen Grippe, die wie einst die Pest über Europa hinwegzog und reiche Ernte unter den Unterernährten und Schwachen einfuhr. Allein in Wien starben knapp 200.000 Menschen an der neuen Seuche. Die Familie brach auseinander. Ein weiterer der Söhne war im Felde verblieben. Alle anderen gründeten Familien, zogen von zu Hause aus und auch die Mädchen, eines nach dem anderen heiratete und zog weg. Es wurde fühlbar leer im sonst vor Leben überquellenden Häuschen. Die Mutter wollte von den Kindern, die selbst kaum etwas hatten, nichts annehmen und wusch in ihrem kleinen Hof, der zur Scheffelstraße hin offen stand, anderer Leute Wäsche und erledigte kleine Näharbeiten, unterstützt von den beiden verbliebenen jüngsten Mädchen. Von Franz sprach bald niemand mehr. 1919 zog Maria, die Jüngste, als Kindermädchen in das protzige Denglerhaus der Bierbarone von Floridsdorf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schafften es die beiden Frauen. Fanny war mittlerweile zu einer hübschen jungen Dame herangewachsen, ganz gut gemeinsam über die Runden zu kommen. So klein der Innenhof auch war, Platz für einige Kartoffeln und Rüben, Kraut und Bohnen und ein paar Hasen war immer noch vorhanden. Österreich schrumpfte, wurde klein und kleiner, litt unter den Reparationszahlungen der Siegermächte und bald begann man dem winzigen Österreich die Lebensfähigkeit abzusprechen. Man sprach vom Anschluss an Deutschland. Den beiden Frauen waren die politischen Umstände völlig egal. Sie schauten, dass sie selbst über die Runden kamen. Wer regierte, war völlig einerlei. Von innen da oben konnte man sowieso nichts erwarten. Doch wie es so ist im Leben, nichts bleibt, wie es ist. 1923 lernte die mittlerweile 22-jährige Fanny einen jungen Mann kennen, den Anton. Ein fescher, starker Mann, der bei der Wiener Straßenbahn arbeitete als Gleisbauer. Eine harte Arbeit, aber für damalige Verhältnisse gut bezahlt. Der Anton konnte eine Familie sehr gut ernähren. Aus dem Kennenlernen wurde Liebe. Und Liebe trägt bekanntlich Früchte. Im Frühjahr 1924 wurde geheiratet. Fanny schwebte im siebten Himmel, wo sie nicht allein war. Ihr Anton, hemmungslos in seine junge Frau verknallt, schwebte mit ihr. Die Mutter gönnte den jungen Leuten das große Glück von Herzen, doch
Sie machte sich Sorgen. Was wird nun aus ihr werden, wenn sie jetzt auch das letzte Kind verließ? Aber Fanny ließ die Mutter nicht im Stich. Sie konnte ihren Anton dazu überreden, dass sie im Haus der Mutter wohnen und dort auch ihr Kind zur Welt bringen werden. Dem Anton war es im Grunde recht. Er wollte nur seine Fanny glücklich machen. Friede und erwartungsvolle Vorfreude auf das neue Leben, das in Fannys anschwellendem Bauch heranwuchs, erfüllte das kleine Haus. Die Mutter war kleiner geworden, schien es Fanny, und ihre Hände so rot. Kleine Knoten an den Fingergelenken lenkten die Fingerglieder in seltsame Winkel. Nie beklagte sich die Mutter, aber ab und zu konnte Fanny sehen, wie die Mutter vorsichtig eine Hand in die andere legte, wie um sich selbst Schmerzen wegzunehmen. Noch immer wusch und bügelte sie fremde Wäsche, obwohl die zahlungskräftigen Kunden weniger wurden. Die ersten Waschmaschinen zogen in betuchte Haushalte ein. Anton hatte gute Neuigkeiten mitgebracht. Die Sozialdemokraten hatten beschlossen, die Wohnungsnot in Wien zu lindern und großflächig Gemeindebauten zu errichten, mit vielen hunderten Wohnungen. Und einer dieser Wohnhausanlagen soll ganz in der Nähe entstehen, in Jedlesee, sie wird Gartenstadt heißen. Und noch besser, er als Funktionär der Sozialdemokraten und Arbeiterbetriebsrat ist ganz vorne auf die Liste gesetzt worden. Sobald der Bau fertig ist, werden die Wohnungen vergeben und er wird einer der Ersten sein, die dort mit ihren Familien in den modernen Wohnungen mit fließendem Wasser und eigenem WC einziehen können. So schien die Zukunft rosig zu sein. Doch die Jahre bis dorthin mussten noch durchgestanden werden. Der Sommer ging vorbei und ein besonders kalter Oktober setzte ein. Unverdrossen fachte die Mutter im Hof ein Feuer unter dem großen Kessel an, blies sich in die schmerzenden, klammen Hände. Rumpeln und spülen konnte sie nun nur noch in der Stube. Im Hof war das nicht mehr möglich, da das Wasser zu schnell einfror. Da hieß es wieder Wasser pumpen und ins Haus zum Trog schleppen. Und Fanny konnte nicht mehr mithelfen. Bei ihr musste es jeden Tag soweit sein. Es war ihr erstes, dachte die Mutter. Das ist jenes, das am meisten schmerzt. Und hoffentlich liegt es richtig. Die Hebamme bei der Florituskirche war Gott sei Dank nicht weit und sie konnten sie bezahlen. Die Mutter holte ein wenig Feuerholz, das der Anton aufgestapelt hatte, und legte nach. Das Wasser musste kochen. Sie rührte mit dem großen Holzspatel herum, doch es war noch zu früh, die Wäsche einzulegen. Sie schüttete Seifenflocken in das Wasser und wartete, bis es aufkocht. In der Öffnung des kleinen Hofes zur Scheffelstraße hin bemerkte sie plötzlich einen Mann, der langsam die Straße entlang schritt. Einer der Bettler, dachte sie, abgerissene, schmutzige Kleidung, Schuhe, die den Namen nicht wert waren, eine russische Pelzmütze auf dem Kopf und auf dem Rücken in einem Schultertuch ein schlafendes Kleinkind. An der Hand führte er ein jämmerlich, armselig gekleidetes kleines Mädchen. Kaum war er aus dem Blickfeld entschwunden, kam hinter dem Mann eine Frau, auch mit einem Kleinkind auf dem Rücken, das allerdings kreinte und jammerte. Eine Familie, die das Leben ganz furchtbar gestraft hat, dachte die Mutter. Die Frau drehte sich um und rief in einer fremden Sprache, worauf ein weiteres Kind erschien, das die Frau an der Hand nahm. Gemeinsam folgten sie dem Mann. Arme Teufel, dachte die Mutter, auch wenn sie Ausländer sind, denen geht es wirklich dreckig. Ein paar Scheiben Brot können wir denen sicher noch geben. Danke Gott, dass es uns nicht so schlecht wie ihnen ergeht. Die Mutter wischte sich die Hände an der Schürze ab und ging in die Stube. Aus dem Brotkorb holte sie den Laib und schnitt einige kräftige Scheiben ab.
Das musste sogar für 2 Tage reichen, dachte die Mutter schmunzelnd. Während sie die Brotscheiben in ein Hangerl einwickelte und noch 2 Äpfel hinzulegte, warf sie einen Blick durch das kleine Stubenfenster auf die Straße. Dort war der Mann stehen geblieben und suchte. Die Frau fragte etwas, der Mann nickte und drehte sich langsam auf dem Fuß um sich selbst. »Was immer Sie suchen, eine milde Gabe ist meine Christenpflicht«, dachte die Mutter. Sie ging mit den in das Tuch eingeschlagenen Brotscheiben hinaus in den Hof. Der Mann in der zerlumpten Kleidung war umgekehrt und stand nun vor dem Eingang zum kleinen Hof. Dreckig, mit verfilztem Bart, den Geruch nach altem Schweiß um sich, Hoffnung in seinem Blick, als er die Mutter auf sich zukommen sah. Je näher sie dem großgewachsenen Mann kam, desto unsicherer wurde sie. Sie hob das kleine Bündel hoch, als ob es einen Schutzwall zwischen sich und dem Mann errichten konnte. Dieser Blick, dieser so warme, freundliche Blick verwirrte sie. Die Bewegung der Bartsträhnen verriet, dass er zu lächeln begonnen hatte. Die Mutter hielt dem um 2 Kopflängen größeren Mann das kleine Bündel entgegen, doch er beachtete es nicht. »Mama!« Die Mutter zuckte zusammen, begann zu zittern. »Diese Stimme!« »Mama, ich hab dich gefunden. Gott sei Dank!« Ihre Augen wurden groß, das Zittern immer heftiger. Zaghaft begann sie, den Kopf nach links und rechts zu bewegen, immer deutlicher, bis eine verneinende Geste daraus wurde. In ihrem Hals schien sich ein großer Knopf zu befinden, der ihre Sprache lähmte. Der Mann ergriff sie an den Schultern. Die Mutter ließ das Bündel mit dem Brot und den Äpfeln achtlos fallen und schlug die Hände vor den Mund. »Ich bin wieder da. Ich hab's dir doch versprochen, Mama. Mir passiert nichts.« Völlig erstarrt stand die Mutter da, für einige Momente keiner Bewegung fähig. Dann stürzte sie auf den Mann, umklammerte ihn. »Franzl!« »Ja, Mama, ich bin wieder da.« Er strich der schluchzenden, nun hemmungslos weinenden Mutter über den Rücken, wie vor beinahe 10 Jahren, als er von ihr Abschied genommen hatte. »Franzl!« schrie die Mutter nun gellend, nur um ihr Gesicht wieder in die Lumpen zu vergraben, die ihr Sohn als Kleidung trug. Im Haus wurde Fanny durch den Aufschrei der Mutter aufgeschreckt. Fanny stemmte sich aus dem Sessel, das Kind in ihrem Bauch begann, um sich zu treten. »Was ist mit Mutter?« Sie ging in den Hof und sah ihre Mutter weinend in den Armen eines großen Mannes, der jedoch dreckig und abgerissen wie ein Bettler aussah. Sie eilte so rasch sie konnte die wenigen Schritte zur Mutter und dem Fremden. Im Kreuz stach es sie. Der Fremde blickte sie warm und freundlich an. »Fanny, du bist aber groß geworden, eine richtige hübsche junge Frau.« Fanny blickte entgeistert auf den Bettler. »Das konnte doch nicht sein. Das war die Stimme von ihrem Bruder Franz. Von Franz, der in Sibirien umgekommen war.« »Franzl, Franzl, Franzl«, schluchzte die Mutter. »Der Herr hat dich uns wiedergegeben.« »Ich bin aber nicht mehr allein. Ich habe eine Familie.« Franz winkte die Frau und die Kinder zu sich, sagte etwas auf Russisch und zeigte auf seine Mutter. »Babuschka.« Die Frau verneigte sich vor der Mutter. »Das sind deine Enkelkinder. Die Älteste, Lydia, dann Ludmilla, Maria und Anna, die Jüngste. Und das ist die Frau meines Herzens, Ludmilla Ivanovna.« Kurz darauf saßen sie alle um den Tisch in der Stube. Die Mutter hatte rasch eine dicke Panadelsuppe gemacht,
welche die Ankömmlinge bedächtig und genussvoll in sich hineinlöffelten. Als sie fertig waren, fragte die Mutter: Wo kommt ihr denn her? Naja, ich glaube, das ist eine lange Geschichte, meinte Franz. Als der Krieg zu Ende war, ging in Sibirien der Bürgerkrieg los. Wir waren nirgends mehr sicher. Lydia war schon zur Welt gekommen, als die tschechische Legion in Chita einfiel und auch den Bauernhof von Ludmillas Eltern niederbrannten. Da haben wir uns entschlossen, nach Hause zu gehen. Zu gehen? Fragte Fanny ungläubig. Es blieb uns nichts anderes übrig. Der Franz zuckte mit den Schultern. Die Tschechen hätten mich sofort umgebracht, wenn sie mich erwischt hätten, wie Ludmillas Familie. Sie hatte ja auch nur noch mich. Zärtlich ergriff er die Hand der Russin und Fanny bemerkte den liebevollen, zärtlichen Blick, den die fremde Frau dem Bruder schenkte. Also haben wir uns aufgemacht. Nach Osten, nach Wladiwostok ging es nicht. Dort kämpften die Rotarmisten mit den Tschechen, den Japanern und den Amerikanern. Also blieb nur der Weg nach Westen. Aber mit der Bahn konnten wir nicht fahren. Wir hatten ja kein Geld und außerdem war die Bahn bis nach Kasan in der Hand der tschechischen Legion. Ja, aber, Fanny suchte nach Worten, wie seid ihr dann hergekommen? Die meiste Strecke sind wir zu Fuß gegangen. Ab und zu nahm uns ein mitleidiger Bauer auf dem Fuhrwerk mit. Manches Mal in der Ukraine konnten wir auch ein wenig mit der Bahn fahren. Es hat lang gedauert, aber wir haben ja Zeit gehabt. Lydia ist in Chita geboren, Ludmilla in Astrachan, Maria in Odessa und Anna in Budapest. Wir haben immer wieder Leute gefunden, die uns etwas gaben. Und ich habe gearbeitet, hab Holz geschlagen, Dächer gedeckt, Keller gegraben, halt alles, was man für Essen, Quartier und ab und zu alte Kleider machen kann. Für die Überfahrt übers Schwarze Meer habe ich mich als Heizer verdingt, hab Kohle geschaufelt, dass mir der Rücken krachte. Franz umfasste die Mutter seiner Kinder, die sich an ihn schmiegte. Ich habe eine ganz wunderbare Frau. Sie ist mit mir gekommen, ist ohne Klage und Streit den langen Weg 5 Jahre hindurch gegangen, hat dabei 4 Kinder zur Welt gebracht. Ich liebe sie. Ich liebe meine Ludmilla Ivanovna. Die Frau hatte überhaupt nichts von den in der ihr fremden Sprache gesprochenen Worten verstanden, doch musste sie den Sinn erfasst haben, denn ganz ungeniert küsste sie Franz. »Gott hat dich mir wiedergegeben«, sagte die Mutter und umklammerte mit beiden Händen Franzls Unterarm. »Und alle, die zu dir gehören, sind mir willkommen.« Fanny hatte Anna und Maria in dem eigentlich für ihr Kind bereitstehenden Gitterbettchen untergebracht. Die beiden, nun gesättigt, schliefen selig mit dem Daumen im Mund. Die beiden anderen Mädchen spielten auf dem Fußboden, glücklich mit alten Spielsachen, die Fanny für ihr Kind aufgehoben hatte. Fanny richtete sich auf. »Aber Franz, du warst 5 Jahre unterwegs?« »Ja.« Fanny zog eine Lade auf, kramte ein wenig darin herum und holte die Fotografie ihres Bruders heraus. »Mein Gott«, schmunzelte der Bruder, »du hast das Bild wirklich aufgehoben.« »Natürlich«, meinte Fanny und drehte das Foto um. Franz las die beiden kurzen Zeilen. »Naja, ganz stimmt's nicht«, meinte er lächelnd. »Den Franz haben sie nicht erschossen. Das geht nicht so leicht.« Er griff in den Ausschnitt seines verschlissenen Hemdes und holte einen ledernen Umschlag hervor, der an einer Schnur um seinen Hals hing. Er öffnete den Umschlag vorsichtig und holte 2 Feldpostkarten hervor. »Schau, Fanny, das sind die Karten, die du mir geschrieben hast. Ich habe sie immer aufbewahrt als das Wichtigste, das ich hatte, und sie haben den ganzen Weg nach Hause überstanden.« »Na, dann erzähl doch«, drängte sie ihn, »was ist geschehen, seit du damals wieder einrücken musstest?« Fanny drehte das Foto um.
seit dem 18. Februar 1915. Ja, also das war so. Die Jahre machten aus Fanny meine Großmutter und von ihr bekam ich die unglaubliche Geschichte über ihren Bruder Franz und seine Frau erzählt. Die Feldpostkarten, welche Franz aufbewahrte, befinden sich in meinem Besitz. Ihn selbst hatte ich nicht mehr kennengelernt. Er starb bei einem Arbeitsunfall. Aber seine Frau, Ludmila Ivanovna, habe ich noch kennengelernt. Die kleine, bescheidene Frau, die mit dem geliebten Mann 5 Jahre lang zu Fuß durch 2 Kontinente marschierte, einem unbekannten Ziel entgegen und dabei 4 Kinder in die Welt setzte. In meinem Bücherschrank befinden sich viele Romane, in denen Geschichten von deutschen Kriegsgefangenen aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt werden. Aber was sind diese Geschichten alle gegen jene von wahren Helden, wie meinem Großonkel Franz und seiner Frau Ludmila Ivanovna, der Russin? Vielen Dank fürs Dabeisein, Zuhören und Mitfühlen. Wem es gefallen hat, bitte Daumen nach oben. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.